Wir sind heute hier zu Gast bei 3M Deutschland in Neuss und zwar im Trainings- und Anwendungszentrum. Bei mir sind die Anwendungstechniker Jörg Muster und Christian Ripken. Der Jörg Muster ist zuständig für den Bereich Autoreparatur und der Christian Ripken ist zuständig für den Bereich Gesundheits- und Arbeitsschutz. Und es geht um das Thema Arbeitsschutz und vor allem um das Thema Atemschutz beim Lackieren. Herr Muster, warum ist denn das so ein wichtiges Thema? Ja, uns ist das deshalb so ein wichtiges Thema, weil grundsätzlich die Dinge, mit denen unsere Werker draußen in den Lackierbetrieben und Karosseriebetrieben arbeiten, schlicht und ergreifend Gefährdungspotenziale enthalten und diese Gefährdungen oftmals nicht sofort erkennbar sind. Das heißt, gesundheitliche Risiken wirken sich dann nicht sofort negativ aufs körperliche Befinden aus. Da spielen sicherlich eine Menge Grenzwerte eine Rolle. Welche Grenzwerte sind denn das und welche Auswirkungen haben diese Grenzwerte auf den Lackierer? Wenn wir im Bereich Arbeitsschutz über Grenzwerte sprechen, dann beziehen wir uns in der Regel auf die Arbeitsplatzgrenzwerte. Diese werden ständig überwacht und in regelmäßigen Anständen angepasst an den Stand von Wissenschaft und Technik. Und so konnten in den letzten Jahren diese Grenzwerte deutlich reduziert werden, was natürlich ein enormer Gewinn ist für die Gesundheit am Arbeitsplatz. Wenn wir uns den Bereich Karosserie und Lack anschauen, haben wir eine Vielzahl von Stoffen und Substanzen, die als Gefahrstoffe eingestuft sind und die entsprechenden Grenzwerten unterliegen. Und da ist es dann die Pflicht der Unternehmer, eine Gefährdungsanalyse zu erstellen, festzustellen, welche Risiken liegen vor und gewisse Schutzmaßnahmen dann einzuleiten und zu etablieren, um die Mitarbeiter wirkungsvoll vor diesen Stoffen zu schützen. Welche Lösungen bietet denn 3M konkret in Sachen Arbeits-, also gerade was Atemschutz angeht? Ja, grundsätzlich haben wir also verschiedene Arten von Lösungen. Erstmal hier die entsprechende einfachste Lösung, eine Halbmaske, versehen mit einem Aktivkohlefilter und einem Partikel-P3-Vorfilter. Natürlich immer in Kombination mit dem entsprechenden geeigneten Augenschutz. Darüber hinaus natürlich auch noch ein Gebläsesystem, bekannt unter dem Namen Jupiter, kompatibel entsprechend mit einem Helm, der entsprechend hohen Tragekomfort bietet. Zusätzlich auch noch ein Frischluftsystem, eine VersaFlow 500, die ebenfalls kompatibel ist mit dem entsprechenden Helmaufsatz. Und das Ganze entsprechend in der Kombination, was den Tragekomfort anbelangt, auch noch gewechselt werden kann zwischen Koppel und Rückenplatte, um wirklich ein optimales, ermüdungsfreies Arbeiten zu gewährleisten. Nach welchen Kriterien wählt denn 3M diese Atemschutzvorrichtungen aus? Also bei der Entwicklung wird natürlich immer sehr, sehr großer Wert auf die Kundenbelange und Bedürfnisse gelegt. Und entsprechend auch bei der grundsätzlichen Entwicklung auch schon im Vorfeld Tests intern durchgeführt, um den Tragekomfort sowie die Funktionalität auch wirklich auf Herz und Nieren zu überprüfen. Wenn sich der Lackierer jetzt nicht ganz sicher ist, welche Maske ist denn für mich jetzt die richtige? Wo bekommt er denn konkret noch Unterstützung bei 3M? Also zuallererst sind die Vertriebsmitarbeiter von der 3M sehr, sehr gut ausgebildet und trainiert. Das heißt, jeder Vertriebsmitarbeiter hat einen Atemschutz-Sachkunde-Lehrgang absolviert und ist entsprechend fit in Sachen Atemschutz. Dann bieten wir jede Menge weiterer Trainings und Schulungen an, sowohl für Anwender als auch für Unternehmer oder auch für Service-Crews. Und dann haben wir natürlich die typischen Hilfsmittel wie Auswahlhilfen, Auswahltabellen, Auswahlposter und last but not least auch sehr interessante Trainingsfilme und natürlich die komplette technische Dokumentation, die man bei uns auf der Homepage findet. Also beim Schleifen und Lackieren immer Maske auf. Das mache ich jetzt auch. Vorher bedanke ich mich noch bei Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben.